Bei einem Aufenthalt in Kapstadt ist der Besuch des Kaps der Guten Hoffnung eigentlich ein Muss. Und so starteten wir an einem Morgen bei noch halbwegs gutem Wetter unsere Tour zum Kap. Die Route führte über Simonstown, wo man am Bowlers Beach auch eine Brillenpinguinkolonie besuchen kann, was wir aber in diesem Jahr ausließen. Da seht ihr hier Aufnahmen aus einem zurückliegenden Urlaub. Nach dem Halt an einem Aussichtspunkt erreichten wir den Eingang des Cape Point Nature Reserve, das sich über eine Fläche von mehr als 17.000 Hektar erstreckt. Das Reservat beherbergt eine Vielzahl von Wildtieren, darunter auch Paviane, Bergzebras und Strauße. Achten sollte man insbesondere auf die Paviane, also Baboons, die nicht nur neugierig sind, sondern auch die natürliche Scheu vor Menschen verloren haben. Wenn sie die Chance sehen, bei euch an etwas Essbares zu gelangen, werden sie auch schon einmal aggressiv. Unser Ziel war zunächst der Leuchtturm am Cape Point. An diesem Tag war es extrem windig. Gleichwohl haben wir nicht die Standseilbahn genommen, sondern sind die Treppen hochgestiegen. Im Anschluss ging es über den gut ausgebauten Weg weiter zum eigentlichen Kap der Guten Hoffnung, dem Diaz auch den Namen Kap der Stürme gab. Unterwegs öffneten sich dann die Schleusen und ich wurde einmal so richtig nass. So entfiel dann auch der obligatorische Fotostopp am Kap. Doch zum Glück hatte ich das Kap zuvor auch schon bei richtig tollem Wetter erlebt. Übrigens ist das Kap der Guten Hoffnung weder der südlichste Punkt Afrikas, noch treffen sich hier die zwei Ozeane. Beides trifft auf das südöstlich gelegene Kap Agulhas zu dem ich bereits ein Video eingestellt habe. Zurück ging es dann über den bekannten Chapman's Peak Drive, doch hielt sich die Sicht auf die Küste sehr in Grenzen. Und zurück in Kapstadt ging es in unserem wunderschönen Guesthouse erst einmal unter die warme Dusche.